Herzlich willkommen zum Auswärtsspiel bei RCD Mallorca. Wir machen heute weiter. Wir wollen natürlich hier den allerletzten Titel unter Dach und Fach bringen dieser Saison. Mit dem Sieg auf Malle ist das Thema auch in der spanischen Liga gekessen. Im letzten Spiel haben wir das Ding am Finale klar gemacht. Ja, und jetzt wollen wir schauen, ob wir es dann auch in La Liga uns holen. Geht's, auf geht's. Heute ein Sieg, dann kennen wir den Meister. Die Spannung ist kaum noch zu überbieten. Bleiben Sie dran. EA Sports zeigt es Ihnen live. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und es ist das Spiel, in dem die Gäste Meister werden können. Könnte ein Riesenspiel werden, Buschi. Die Gäste stehen heute vor dem ganz großen Triumph. Es winkt der Gewinn der Meisterschaft. Und da muss der Trainer der Mannschaft gar nicht mehr viel mit auf den Weg gehen. Jeder weiß, worum es geht. Die Jungs sind natürlich topmotiviert. Beginnen. Sie wollen sich auch heute wieder ein bisschen zurückziehen, ne? Gefällt natürlich nicht jedem, aber effektiv kann das natürlich durchaus sein. Trotzdem. Spektakulär ist es nicht, aber es ist ihre große Spezialität. Hinten dicht machen und tief stehen. Klar, die Schweden mit 9 Mann können die im Zweifel hinten in die Verteidigung gehen. Wie gesagt, mit dem Sieg hier heute haben wir das Ding unter Dach und Fach. Kurze Einschätzung zu Ihrer Formation von dir. Garcia sitzt heute mal nur auf der Bank, durfte er am letzten Spiel ran, durfte er sein Tor machen als Kapitän, genauso wie Piti. Die Flügelspieler einzusetzen. Also egal wie das heute ausgeht, bei einem Sieg ist man Meister, da hat man 13 Punkte Vorsprung, 4 Spiele zu Ende, vor Ende der Saison. Jetzt führt das ja komplett Real Madrid. Und die hat man, glaube ich, sogar noch in der Liga. Die hat man, glaube ich, noch mal, ne? Die haben wir sie noch? Nee, haben wir nicht. Wir haben diese beiden Spiele gewonnen. Ich dachte, wir hätten noch mal Real. Nein, haben wir nicht. Aber wir haben Mallorca vor der Brust. Und dann können wir hier direkt Party machen gehen. Schön Ballermann und alles drum und dran. Nee, mit dem Sieg hier heute auf der Insel. Mal schauen. Mal schauen. Oder hemmt uns das? Das ist natürlich eine große Frage. Ja, wenn wir es heute nicht machen, machen wir es in der nächsten Partie. Naja, wir wollen es heute klar machen, so schnell wie möglich. Und dann haben wir das Thema durch. Dann haben wir da ein bisschen Planungssicherheit. Und das ist der erste Schritt. Erstmal macht die Kamonial nach nicht mal 3 Minuten. Tatsächlich Meister. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Das jetzt halten, das über die Linie bringen. Dann wäre es das. Den ersten Schritt macht der Capitano selber. Nochmal dieses Tor. Wir sehen, wie er die Gegner reihenweise stehen lässt. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Oh ja, so ein Ball. Maurice. Dafür ist die Zukunft natürlich klar. Williams. Stark verteidigt. Der wird wahrscheinlich als immer neuer Stammspieler da vorne mit drin hängen. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Ball kommt nicht durch, Abwehr. Schrei. Großer Bell. Iñaki. Dass der vorne bleiben wird, ist klar. So, das könnte eine gelbe noch geben hinterher. Sanchez! Tolle Parade, aber klar ist vorbei. Jetzt können sie klären. Und heute nehmen sie es voll ernst. Gegen Espanyol haben wir es, muss man es, wegen Fitnessgründen muss man rotieren, wegen dem Atletico-Spiel. Aber wir haben bisher alle Spiele gewonnen. Und nächste Saison ist Champions League angesagt hier. Er zieht ab. Die Gefahr ist erstmal bereinigt. Super Ding.
fast der Ausgleich. Da muss der Keeper schon alles aufbieten. So, jetzt ist es euer Sonchet. Sonchet! Rajkovic! Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ecke kommt. Und wieder Rajkovic nach dem Kopfball von der Yasabal. Klasse gemacht. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Also es ist eine Mischung aus Allergie und Erkältung. Sieht vielversprechend aus. Bitte seht es mir gerade ein bisschen nach. Wollen den Abschluss. Sprungparade Unai Simon. Ja, Unai Simon mit der Sprungparade. Das sagt er, glaube ich, auch ziemlich häufig. Er geht in den Strafraum. Da muss er doch klären, aber... Oh, ja, das kann er mal ein bisschen ausgehen. Ja, und dann ist es Tor für Mallorca. Sie entreißen... Sie hat Reise im Atletico stornieren die Meisterschaft. Sie wissen ganz genau, worum es geht. Sie müssen das jetzt wegstecken. Eine schnelle Antwort finden. Klasse, wie sie da ihr Spiel aufziehen. Muriqi, 0-1-1, der Ausgleich. Ah, das ist Ballbesitzfußball. Und dann fällt das Tor. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Sag her, wie ernst nimmt's Mallorca? Aber sie machen es, es statt jetzt. Der Angriff jetzt, das machen sie gut. Da geht er vorbei. So, und jetzt gibt's den Elfmeter und das ist eine richtige Entscheidung. Der Verteidiger grätscht da komplett rein. Baba, was? Der auch dafür gelb sieht. Und die gelbe Karte. Glück ist, dass er nicht rot bekommt, weil es eigentlich eine klare Torschuss war. Und vielleicht war das sein Glück, dass wir abgeschlossen haben. So, es ist der nächste Versuch oder der Versuch von Hideaki. Keeper wird nach links gehen. 2-1. Wieder die Führung. Nach einer halben Stunde. Jawohl. Wieder die Aufgabe gegen so souverän ins rechte untere Eck. Kein Problem. Nicht hart. Nicht platziert. Aber es ist scheißegal. Der Keeper ist in die falsche Richtung unterwegs. Und damit führen wir wieder 2-1 und haben es wieder. 2-1. Hier ist noch alles drin. Da haben sie den Lee Kang. Macht er gut. Blockt diesen Ball. Und Gorosabel verhindert die Flanke. Augustinsson. Jetzt Bremer. Rodriguez, Maffeo, Ex Stuttgart. Und den Elfer gibt es auch auf der anderen Seite, nachdem ihm ein Neuen zutritt. Hier gibt es keine Ruhe. Von wegen, man muss hier heute was tun. Und Immanuel kommt einfach viel zu spät. Diesmal sieht da keine Karte. Muriqi, nach dem Ausgleich eben, konnte er jetzt nochmal treffen. Das ist eine Fehlentscheidung. Das war mindestens gelb. Sie verwandelt den Strafstoß. Verdammt, ey. So, Muriqi. Da haben wir nochmal die Wiederholung. Ja, ganz sicher. Zuda Simon keine Chance. 2-2. 36. Und wieder hat man den Ausgleich hergeschenkt, die Führung hergeschenkt. Dieser Mallorca ist geil, keine Laufkundschaft, die nehmen sie das Ding ernst hier. Lassen nach vorne spielen. Und jetzt könnte hier durchaus schon wieder was entstehen. Maffeo. Muriqi! Was für ein Reflex! Alter, das ist hier gerade mal. Das siebte ist von wirklich hier feiern und alles rum. Walla auf Malle. Statt jetzt. Statt jetzt ist es eben nicht der Fall. Weil man seine Hausaufgaben nicht macht. Wartet erstmal ab, vielleicht kann jetzt was entstehen. Ball am Pfosten. Dicke Chance von Mallorca. Also wie gesagt, die sind hier komplett drin mit in der Partie. In der Verlosung. Williams. Williams. Und Reiko. Abseits. Abseits, Maurice.
kann sich durchsetzen. Die Chance hier. Und ja! Boris ist es, oder? Recycle. Der Junge aus der eigenen Akademie mit dem Treffer zum 2:3. Und das ganz kurz vor der Pause. Lässt den ersten Nummer steigen, lässt den 24er hier den Innenverteidiger aussteigen. Und dann ist es das Ding ins lange Eck und man führt zum dritten Mal. Kriegt man jetzt ein bisschen Ruhe rein in dieses Spiel. Ah, die Jungs auf der Bank, die sind natürlich heiß, die wollen natürlich. Und Maurice mit seinem 7. Saisontor. Yes! Pause in dieser Partie. Und wenn alles so weitergeht, dann werden sie heute die Meisterschaft feiern können. Und das wirklich schon heute, das wäre ein Riesenerfolg. Aber wir sehen ja, es ist wirklich eine klasse Mannschaft, die hätte sich diesen Erfolg auch verdient. Sie müssen jetzt nur konzentriert bleiben. So, wir müssen natürlich unsere Hausaufgaben erstmal machen. Es geht los, Bilbao. Egal wie das heute hier ausgeht, Madrid spielt übrigens bei Getafe. Also Real. Anstoß und damit läuft die zweite. Aber nochmal, wir machen unsere Hausaufgaben, wir gewinnen dieses Match hier und dann hätten wir es, egal was Real macht, dann Titel. Gurusabel. Sanchez, das ist übrigens jetzt. Williams und 3 Korvett, war einer das 2:4. Das wäre dann sein zweites Tor heute gewesen. Ecke kommt weit. Aber Trajkovic hat das Ding safe. Der spielt heute eine gute Partie, hat mehrere gute Situationen gehabt. Und er hält den Gegner so ein bisschen im Spiel. Baba. Mallorca trifft uns danach auswärts im nächsten Spiel auf Real. Für die ist das aber gerade herzlich egal. Die wollen uns natürlich hier gerade so ein bisschen in die Meistersuppe spucken. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Ja! Der ist so weit, ist er durch. Ist es das? Ja, gehalten erstmal, aber. Jawohl, Williams! Nachschuss, Tor 4-2, 58. Und dann fällt das Tor. Da war die Abwehr ein bisschen unaufmerksam. Yes! Das ist nochmal die Wiederholung des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade. Und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt, nochmal heiß wird. Und dann fällt das Tor. Jetzt können wir gespannt sein, was hier noch passiert. Aktueller Spielstand 4:2. Hausaufgabe Nummer 1. Das hätte gefährlich werden können, aber abgewehrt. Maurice, der hat durchmarschiert. An 2 vorbei. Jetzt auf das Dasein trifft, der aber auch nicht wirklich dran geht. Die Chance. Und Tor! Sanchez! 2:5 ist es der Titel. Weil man ist jetzt mit 3 vorne. Weil Mallorca muss jetzt richtig nochmal sich anschauen, damit sie da nochmal was machen können heute. Zweimal haben sie es ausgeglichen und jetzt ziehen sie weg. Maurice, der einfach kurz mal alle rausspielen lässt, gibt 3. Und dann ist es halt Sanchez, der frei vor der Bude steht und das Tor macht. Der aktuelle Stand hier lautet 5:2. Klasse Pass jetzt. Und Sanchez übrigens auch mit Tor Nummer 23 in dieser Saison. Flanke am Ende dann doch zu hoch. Ja, der könnte. Nee, Augustin soll erstmal. Super Chance. Und das ist so einfach. Nicht zu wenig draus. Ja, bin ich bei dir. Da hat der Keeper überhaupt keine Mühe. Kurzer Blick auf die nächste Partie für Bilbao. FC Elche heißt der Gegner im nächsten Elche. Spiel in der naja. Liga Santander. Und da müssen sie sich wohl kacken. Super gemacht, der macht sein nächstes Tor. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, das ist der Titel. Durch! 6:2 der nächste Treffer auf Mallorca. Jetzt ist Bilbao eigentlich durch. 2:6. Da wird wahrscheinlich nicht mehr allzu viel passieren. Maurice
Wieder mit diesem Dribbling, wieder auf Sanchez und der steht schon wieder frei, aber Peter Pong und braucht das Ding eigentlich nur einzusetzen. Kaum zu glauben. 6:2 steht es jetzt mittlerweile. Ja, Mallorca zerfällt jetzt mehr oder weniger. Die werden jetzt gar nichts mehr auf die Reihe bekommen. Wie gesagt, Glückwunsch an Bilbao zum Titel. Da wird nichts mehr passieren, Leute. Maurice, gibt nochmal. Gell, er gibt eine Karte oder nicht? Ne, gibt keine. Zubelia. Liniake. Er bringt den Ball jetzt nach vorne. Und da haben sie den Ball. Da passiert jetzt mal gar nichts draus aus der Situation. Ritschic. Und damit ist der Ball weg. Pablo Maffeo. Maffeo. In den freien Raum. Und es gibt nochmal Elfmeter. Da zeigt er direkt auf den Punkt. Es gibt Elfmeter. Zu Belia nochmal mit der. Mit dem Foul. Und den verhindert er sogar Simon. Den hält er sogar noch. Ich meine, da wäre vielleicht nochmal was gegangen, aber das wäre. Der Blick auf die Uhr. 9 Minuten bis zum Ende. Er geht dazwischen. Augustinsson. Pricic. Ahmad Njaye Diju. Den fangen sie an. Das war eine gute Chance, aber der Ball wird abgeblockt. So, ich knall jetzt mal kurz auf die Tribüne heben, damit ich einfach kurz mal wechseln kann. Jetzt kann er sich den Ball zum Einwurf holen. So. Das sieht vielversprechend aus. Das macht er sicher. Okay, da war doch irgendwer dran. Ich hätte gedacht, dass er das. Dass er, ich dachte, der geht vorbei. Der Ball war nicht platziert genug. Zwei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Euer Sabal, jetzt vielleicht über außen. Oh ja, Sabal, oh ja, Sabal. Kriegt er nochmal irgendwas auf die Reihe? Die Chance gehalten. Und dann ist es, damit der Rajkovic, ja. Sie haben es geschafft. Sie sind Meister. Schlusspfiff. Der hier irgendwo noch verhindert, aber doch kann man gar nichts verhindern, weil es steht am Ende. 2:6. Und damit holt Bilbao direkt am Pokal auch den Meistertitel. Richtig, da wird es dann offiziell, da steigt dann die große Party und sie haben es sich auch verdient. Unheimlich starke Mannschaft. Das zeigen wir Ihnen dann natürlich auch alles wieder live, da sind wir dabei, ist ja klar. Klar, Trophäe gibt es heute nicht. Die gibt es am letzten Spieltag. Aber amtlich ist es jetzt mehr oder weniger mit diesem Titel eine Weltklasse-Saison gespielt, durchmarschiert. Wir haben alle Schwierigkeiten bestanden und haben uns den Titel dann am Ende doch souverän und frühzeitig geholt. 4 Spieltage vor Schluss, es ist am Ende amtlich. Wie gesagt, egal was Real macht in Retafe, selbst wenn die 20-0 gewinnen, ist es am Ende scheißegal. Wir holen uns den Titel. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sind in der nächsten Episode wieder. Es sind nämlich 13 Punkte, genau, 4 Spiele sind es noch. Und das Saisonfinale, das gehen wir dann in der nächsten, also ab der nächsten Episode an, beziehungsweise mit der nächsten Aufnahmesession. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschalten wollt, hier bei Let's Play FIFA 23 und dann werden wir Saison 1 in La Liga.